gesagt, er wird, falls es im Derby einen Elfer gibt, nachdem er in Novi Sad nicht getroffen hat, wieder antreten. Jetzt aber Danny Ala. Wird er zum großen Helden nach seinem 1:2 Anschlusstreffer in der 96. Heute könnte er in der 91. oder 92. treffen. Jawohl, Rapid geht exakt nach 91 Spielminuten mit 1:0 in Führung. Spiel. Wieder Rapid im Ballbesitz. Drazan. Man muss hier nicht mehr auf den Abschluss gehen eigentlich. Na ja gut, wenn es so leicht ist, dann schon. Und jetzt trifft Terence Boyd zum 2:0. Jetzt zählt der Treffer. Und Rapid ist durch, meine Damen und Herren.